Gennady Modestovich Mikasevich wurde am 7. April 1947 in Weißrussland geboren und er diente dort in der Armee. Als er im Mai 1971 aus der Armee zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Freundin ihn in der Zwischenzeit verlassen und geheiratet hatte. Er war so niedergeschlagen, dass er bereits eine Schlinge vorbereitet hatte, um sich selbst zu erhängen. In der Nacht vom 14. Mai 1971 lief er ziellos durch die Straßen und begegnete einer jungen Frau. Später sagte er aus, es sei ein spontaner Entschluss gewesen, sie zu erdrosseln, um sich abzureagieren. Im selben Jahr tötete er eine weitere Frau, zwei weitere 1972 und zwei weitere 1973. Wie viele Frauen er genau ermordete, bis er 1976 heiratete, ist nicht bekannt. Seine Morde waren vermutlich nicht genau geplant, da er oft zu improvisieren schien. Schnüre oder einfache Haushaltsscheren dienten ihm als Waffe. Manche seiner Opfer vergewaltigte er nach dem Mord und beraubte sie ihrer Wertgegenstände. Manche dieser Dinge, wie zum Beispiel Schmuck, schenkte er seiner Frau. Nach außen wirkte Mikasevich wie ein normaler, guter Familienvater, Antialkoholiker mit zwei Kindern. Erst in den 80er Jahren begann man die Mordfälle genauer zu untersuchen. Bislang war von verschiedenen Tätern ausgegangen worden, doch langsam setzte sich die Ansicht durch, es könnte sich um einen Serienmörder handeln. Mikasevich nahm als Mitglied der Freiwilligen Volksgarde sogar selbst an den Untersuchungen teil. Da er so über die Schritte der Ermittler informiert war, konnte er weiter ungestört morden. Allein 1985 ermordete er 12 Frauen. Er schrieb einen gefälschten Brief an eine Lokalzeitung, in dem er im Namen einer angeblichen Untergrundgruppe dazu aufforderte, den Kampf gegen Kommunisten und unzüchtige Frauen zu verstärken. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Anhand der Handschrift konnte Mikasevich Ende 1985 identifiziert und verhaftet werden. Grausamerweise waren in der Zwischenzeit bereits 14 Personen unschuldig wegen seiner Morde verurteilt und teilweise sogar hingerichtet worden. 36 Morde konnte man ihm nachweisen, 43 hatte er gestanden und es werden mehr als 55 Morde vermutet. Mikasevich selbst wurde im Jahr 1987 exekutiert.